Hallo, ich begrüße Sie bei einer neuen Folge von Guidos Gästen. Heute haben wir als Gast Heike Raab. Sie ist Staatssekretärin in der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz und dort zuständig für Europa und für Digitales und Medien. Hallo, Frau Raab. Hallo, Guido. Ich freue mich. Sehr schön. Wir haben uns ein paar Fragen zurechtgelegt, halt die Ihren Bereich betreffen, die aber auch, die Woche der Medienkompetenz betreffen. Sie sehen ja im Hintergrund halt dieses Plakat. Meine erste Frage an Sie. Die Digitalisierung bietet in vielen Lebensbereichen Vorteile für ältere Menschen. Welche sind das? Digitalisierung bietet Vorteile für alle Menschen, nicht nur für Ältere oder Jüngere. Aber wir haben jetzt ja gerade gesehen, in dieser Zeit, wo wir mit der Pandemie, Covid, Corona umgehen mussten, da war ja ein wichtiges Momentum Kontaktvermeidung. Und gerade ältere Menschen sind ja auch in besonderem Maße schützenswert. Und dann ist Kontaktvermeidung, könnte auch zur Vereinsamung führen. Und da war Digitalisierung ein unglaublich wichtiges Kommunikationsmedium. Und da haben wir gesehen, wie wichtig Medienkompetenz ist. Denn es ist gar nicht so einfach, eine Zoom-Konferenz zu machen, wenn man es noch nie getan hat, sondern Enkelkinder und Töchter und Söhne oder Ehemänner und Ehefrauen einfach in den Arm zu nehmen. Und so ist es gelungen, eben mit Hilfe von Pflegekräften oder Freiwilligen, ja, die Familie ein Stück wenigstens visuell in die Nähe von Menschen zu bringen, die man nicht besuchen konnte und in den Arm nehmen konnte. Da haben Sie ja gleich schon die Herausforderungen genannt, die jetzt in der heutigen Zeit halt anstehen. Ich darf jetzt da nochmal einen kleinen Werbeblock einschieben für die Digitalbotschafter des Landes Rheinland-Pfalz, weil ich habe einige erlebt, die sich wirklich auf die Fahnen geschrieben haben, ältere Menschen dabei zu helfen. Weil wenn man Videosysteme schon nutzt, ist es natürlich ein leichtes, so wie wir jetzt. Wenn man das noch nie gemacht hat und soll es plötzlich machen, ist es gut, wenn man Ansprechpartner hat. Und das sind die Digitalbotschaft in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Wie gestalten Sie persönlich diese neuen digitalen Lebensbereiche? Ich bin ja für Digitalisierung zuständig und war auch 4 Jahre sogenannte CIO, Chief Information Officer. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert, dass eben auch die Leitungen stehen und die Anwendungen funktionieren, damals im Innenministerium als Staatssekretärin. Aber wie tue ich es? Also wir haben in den letzten 12 Wochen, seitdem wir mit dieser Pandemie umgehen müssen, einen Wahnsinns-Digitalisierungsschub erlebt. Viele Dinge, über die wir die letzten Jahre diskutiert haben, über die wir gesprochen haben, die sind wie explodiert. Die haben plötzlich alle gemacht, dass wir statt einer umständlichen und klimaschädlichen Dienstreise für 2 Stunden nach Berlin zu einem Meeting mit den anderen Länderkolleginnen und Kollegen fliegen, ist ja eigentlich unsinnig. Und heute geht es eben per Videokonferenz ganz genauso gut und das spart Zeit, schützt das Klima, schützt Ressourcen. Aber wir haben auch gemerkt, wir brauchen erstens mal die Fähigkeit, das alles gut zu machen. Man muss auch mal so die Videoetikette lernen. Man kann nicht im Schlafanzug da sitzen, wenn man im Homeoffice ist. So, das sind die Kleinigkeiten. Aber das Technische, wie verhalte ich mich, wie muss ich mich vorbereiten? Das läuft oft sehr viel disziplinierter. Aber wir haben auch gemerkt für die normalen Menschen, dass das Homeoffice, wo es geht, sich sehr stark ausgeweitet hat. Aber wir haben auch jeden Tag gemerkt, was müssen wir noch tun? Beispielsweise im Ehrenamt ist es so wichtig. Ich bin auch mit ehrenamtlich in 2 kommunalen Gremien, im Verbandsgemeinderat, in meiner Heimatstadt Cochem, aber auch im Kreistag. Und das sind alles nach dem Kommunalrecht Präsenzsitzungen. Das heißt, wir mussten erstmal auch rechtlichen Rahmen verändern, dass man in solchen Gremien auch das Recht hat, eben per Video zusammenzukommen.
Und ansonsten wird ja im Kreistag gefragt, wer ist dagegen, wer enthält sich, wer ist dafür. Da muss man erstmal das hinkriegen, wie man das alles per Videokonferenz ordentlich über die Bühne kriegt, damit eben auch hinterher ein demokratisches Abstimmungsergebnis geklärt ist. Und wir haben ganz viele Herausforderungen, mit denen wir neu konfrontiert waren. Aber großartig war, alle wollten helfen, dass es gut wird. Also ich fasse das nochmal zusammen. Sie erleichtern auch dem Ehrenamt, also auch Vereinen halt, dass die in der Zeit jetzt der Pandemie sich auch online treffen können, auch wenn das halt sonst vielleicht satzungstechnisch halt nicht vorgesehen war. Also insofern stärken Sie da das Ehrenamt, indem Sie sagen, Leute, ihr könnt euch auch per Video treffen. Ihr müsst euch nicht persönlich treffen und euch in Gefahr begeben. Das ist eine gute Nachricht fürs Ehrenamt. Ich gebe das sehr, sehr gerne weiter an die Digitalbotschafter, die sich zum Teil ja auch in Vereinen engagieren, die zum Teil auch in Seniorenbeiräten sind. Also diese Botschaft gebe ich sehr, sehr gerne weiter an unsere Digitalbotschafter. Eine letzte Frage noch, dass diese ganzen Videomöglichkeiten, die brauchen natürlich auch entsprechende Bandbreite bei den Verbindungen. Wie sieht es da im ländlichen Raum aus? Wir haben eine enorme Ausbauleistung hinter uns gebracht. Wir haben jetzt alle Landkreise sind in dem Ausbau, der damals politisch festgesetzt worden ist mit 50 Megabit. Aber wenn man jetzt viele Videokonferenzen braucht, dann sind 50 Megabit im Upload und Download nicht mehr so viel. Im Download ja, beim Upload ist es schwierig. Wir haben jetzt sind dabei, die Gigabit-Strategie auszubauen. Das heißt, Glasfaser nicht nur bis zu dem Verteiler vor dem Dorf, sondern auch in den Leitungssystemen einer jeden Kommune. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen Glasfaser bis an die Schulen, bis an die Betriebe, auch in den Gewerbebetrieben ziehen, weil ansonsten, es ist ja ein Shared Medium, ein Medium, was wir teilen. Und wenn man ansonsten Glasfaser nur bis zu dem Verteiler vor Ort hat und dann geht's mit Kupfer weiter, dann gibt es halt viele, viele Verluste. Gleichzeitig brauchen wir aber auch flächendeckend breitbandige Mobilfunkverbindungen. Der 4G-Ausbau, der sogenannte LTE-Ausbau im Land, ist in Rheinland-Pfalz besonders schwierig. Wir haben eine tolle Topografie, Eifel, Mosel, Hunsrück, Westerwald, Pfälzerwald und wir haben ganz viele Grenzen nach Frankreich, Luxemburg und Belgien. Und da ist das immer ein bisschen schwieriger, aber auch da haben wir große Fortschritte. Und bei den drei Mobilfunkanbietern wird es in diesem Jahr so sein, dass 97% aller Haushalte eben LTE aufweisen müssen. Dann fehlen immer noch 3%, aber da geht es dann bis Mitte des nächsten Jahres hoffentlich so aus, dass wir da noch einen wesentlichen Schritt vorkommen. Und ich freue mich jetzt aufs Konjunkturprogramm, was der Bund verabschiedet hat. Nämlich da steht auch drin 5 Milliarden für flächendeckenden 5G-Ausbau. Und damit geht es dann richtig schnell mit breitem Spektrum auch für alle überall los. Also super, das. Ich fasse zusammen, in allen Bereichen gute Neuigkeiten halt für unsere Ehrenamtler und auch für die älteren Menschen in Rheinland-Pfalz, weil es geht voran, es wird daran gearbeitet. Und was mich immer beeindruckt hat, ist die Solidarität untereinander. Insofern, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und würde mich freuen, Sie vielleicht bei der ein oder anderen Veranstaltung von den Digitalbotschaftern mal wieder begrüßen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank, lieber Guido, und schöne Grüße an die Digitalbotschafterinnen und Botschafter.